So, liebe Leute, willkommen bei einer neuen Wildkräutertour. Naja, das ist sie gar nicht. Willkommen zu einer neuen Wildpflanzen und mehr. Wen interessiert, was das ist, wo der Finger da jetzt so wackelt, das ist kein Bildfehler, sondern da kommt eine Infokarte, wo man nachschauen kann, um was da geht. Es wird die nächsten Folgen besonders um wintergrüne und immergrüne Sachen gehen, aber ich fange mit was immer Schönen an. Nämlich immer schön finde ich, wenn man einen Menschen an seiner Seite hat, der was einen gelernt hat auszuhalten und man selber hat auch gelernt, ihn auszuhalten und man hat nie verlernt, das zu schätzen, dass man sich gegenseitig aushält. Also ich wünsche euch, dass ihr auch immer schöne Sachen habt. Aber nachdem es ja eher um Grünzeug geht in dem Kanal Philosophisches Geplapper Ende, wie gesagt, Wintergrünes und Immergrünes. Ich werde da jetzt einfach nur einmal die Begriffsdefinition machen, weil wie seht, es hat geschneit, ist der Beweis, wir sind im Winter. Und es ist natürlich dann suboptimal, dass man gewisse Pflanzen herzeigt. Aber die Definition möchte ich eben machen. Nämlich eine wintergrüne Pflanze ist eine Pflanze, so wie wir da zum Beispiel die Schneerose haben, und die habe ich nur bei meiner Frau daheim. Die Schneerose ist eine wintergrüne Pflanze, das europäische Alpenveilchen ist eine wintergrüne Pflanze, das Leberblümchen ist eine wintergrüne Pflanze. Und keine Angst, ihr werdet vor jeder dieser Pflanze natürlich auch jetzt im Winter noch mehr hören, besonders aber dann, wenn sie blühen. Also das sind eben wintergrüne Pflanzen und dann gibt es eben immergrüne Pflanzen. Immergrüne Pflanzen sind zum Beispiel alle unsere Nadelbaum oder, schauen wir mal, genau da hinten, unser Efeu. Und der große Unterschied ist jetzt, wie lange das Erna-Grün in echt behalten. In unserer optischen Wahrnehmung sind es eben alle irgendwie immer grün. Ja, also man könnte jetzt als Laie, die was wir ja auch sind, zu all diese Pflanzen immer grüne Pflanzen sagen. Der Hund liegt im Detail. So, jetzt muss ich mal Luft holen. Das ist der nächste Hund. Wir Menschen brauchen Luft. Das Ganze liegt im Detail. Diese wintergrünen Pflanzen, die wechseln einer grün im Frühling aus. Das heißt, die stehen zwar jetzt da grün umeinander, aber im Frühling spätestens gibt es einen Generationswechsel vom Grün. Das heißt, die alten Blätter sterben ab und Neues entsteht. Da gibt es dann so Mitteldinger, das europäische Alpenveilchen. Das ist irgendwie was zwischen Wintergrün und Immergrün. Also das hat oft ein Blattzyklus, der wo es immer irgendwie was kommt und wieder geht. Kann aber auch sein, dass der Wechsel innerhalb kürzester Zeit gemacht wird. Und der Efeu zum Beispiel, aber die wirklich immer grünen Pflanzen, gibt es dann wieder verschiedene Zugänge. Der Efeu zum Beispiel, die Blätter leben ungefähr 3-4 Jahre und in der Frühling- bis Herbstsaison erneuern sie ständig die Blätter, also wachsen ständig auch nach und besonders im Frühling fallen alte ab. Und die immergrünen Nadelbäume machen das wieder ein bisschen anders. Da haben einfach die Nadeln, / Blattbäume, das zeige ich euch, gibt es auch, haben die Blätter einfach eine gewisse Lebensdauer und dann fallen sie ab, werden entweder ausgewechselt oder, so wie es bei unseren Nadelbäumen ist, da kommt dann irgendwann nichts mehr nach. Das führt auch dazu, ja, keine Angst, wir sehen das eh woanders auch noch, das führt dann eben auch dazu, dass Nadelbäume eben außen schön grün sind, aber innen sieht man dann die Äste und Zweige, die was ohne Nadeln sind. Ja, das einmal eben diese Grunddefinition, weil ich eben die Schneerose nur da zur Verfügung habe. Und wie gesagt, wir sehen die eh noch öfter. Aber das Spannende ist, die Grund, wenn ich da jetzt ein bisschen grab, ich traue mir, ja Schatz, da ist, also wir haben jetzt Anfang Jänner, es ist heute der 7. Jänner, und da drunter seht ihr, da geht das Ganze schon los. Ich meine, ich kann verraten, ich habe das schon im Dezember gefunden heuer, also das ist schon ziemlich bald angelegt gewesen, aber da wird bald einmal die
Blühsaison starten, was natürlich auch zum Namen Schneerose führt. Die Schneerose, auch bekannt zur Christrose, kommt eben daher, dass auch manchmal schon zur Weihnachtszeit blüht, besonders eben an sonnigen Orten, wenn sowas in Gärten angebaut ist und dort ist sonnig, kann das tatsächlich auch schon zu Weihnachten blühen. Und eigentlich ist die schwarze Nieswurz, ja, also Nieswurzen gibt es wieder viele, ja, da gehört eben die dazu. Und da, jetzt haben wir noch keine Blattanlage, da haben wir jetzt nur die Blütenanlagen und das werden wir dann im Frühling besonders toll beobachten können, wie da der Generationswechsel der Blätter ist. Nur dazu gesagt, das Ganze ist giftig, also überhaupt bei diesen wintergrünen Geschichten, auch ja, zum Teil bei den immergrünen Geschichten, ganz oft sind die giftig. Hat mehrere Gründe. Erstens, was ist eigentlich das Frostproblem? Wieso ziehen sie ganz viele Pflanzen komplett zurück oder unter der Erde, überdauern dort? Oder wieso werfen unsere Bäume die Blätter ab? Weil Frost ein Hund ist. In mehrere Richtungen kann es problematisch sein. Entweder die Problematik kann sein, dass eine Pflanze verdurstet. Ihr kennt ja den Kreislauf, unter der Erde sind die Wurzeln. Die Wurzeln nehmen Wasser und Nährstoffe aus dem Boden auf und das Ganze wird transportiert in die Blätter. Die Blätter verdunsten das Ganze und durch die Verdunstung wird wieder Wasser von der Wurzel nachgezogen. Jetzt stellt euch vor, die Blätter verdunsten, Wasser, der Boden ist gefroren und es kommt kein Wasser nach. Irgendwann würde das praktisch zum Dursttod führen. Eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit des Sterbens durch Kälte ist, wenn Sie hier jetzt, weiß ich nicht, die Herren ein Bier, die Damen ein Prosecco, Entschuldigung, Damen trinken genauso Bier, das war jetzt der blöde Schmäh. Wenn wir irgendwas in den Tiefkühler hauen, Getränk und das vergessen, kann es sein, dass es treißt, weil es eben natürlich Wasser, wenn es gefriert, ausdehnt und das Ganze kann eben auch in die Zellen passieren. Das heißt, es kann einfach die Zellwände zerreißen und somit die Pflanze töten. Wieso stehen dann jetzt da solche Pflanzen umeinander? Wie machen die das? Erstens, in der Regel haben sie recht ledrige und dicke Blätter mit Wachsschichten, die was die Verdunstung schon einmal erschweren, also dass das nicht so leicht passiert. Und zweitens haben sie, man kann sagen, das sind die Schwarzschnapsbrenner in unserer Natur, weil die können, also es gibt mehrere Systeme, es gibt eine Salzeinlagerung und so, aber ganz oft ist das System, dass der Zucker, also Glukose, in Alkohole, in Glyceride umgewandelt wird. Und die haben einen ganz anderen Gefrierpunkt wie Zellflüssigkeit aus Wasser. Somit produzieren sie einen eigenen Frostschutz. Echt eine fette Sache. Ja, ich möchte eben ganz oder all jetzt findbare Vertreter von diesen wintergrünen und immergrünen Pflanzen nach und nach ein bisschen herzeigen. Ich werde immer dazu sagen, wo gehört was dazu. Und natürlich immer ein paar Grundeigenschaften von den Pflanzen, wie immer essbar, giftig, solche Sachen. Und stütze euch halt auf Wiederholungen ein, weil natürlich werden wir das dann Ganze im Frühling und Sommer auch wieder begleiten, wenn es blüht und fruchtet. Aber es ist ja eigentlich jede dieser Zeiträume spannender. So, und jetzt schaue ich, ob ich meine Haseline wieder finde, weil die hat das Vogelhaus, das haben wir irgendwann einmal dort montiert vor ein paar Jahren. Und da ist Haseline, dort ist Vogelhaus. Das hat es jetzt wieder befüllt. Ja, und jetzt werde ich mich wieder meiner geschätzten Frau widmen. Gut, ihr könnt sitzen bleiben, es geht in die... bevor ich es vergieße, danke für die extremen Rückmeldungen punkto Videolänge. Also es waren 100%, die was gesagt haben, lange Videos. Somit, ihr habt jetzt die totale Führung gewonnen. Also das wird, nachdem ich das gern mache,
Man könnte ja echt sagen, ich hätte hier selber gern reden und ich verrate euch, was stimmt auch. Also ich kann mir tatsächlich meine Videos anschauen und denke mir hinten nach, meistens, hey, das ist ja gar nicht so blöd, was er da gesagt hat. Und solange das so bleibt, werde ich das ja noch machen. Okay, also brav sitzen bleiben, es wird in einen anderen Wald weitergehen. Pfiat euch. Also nicht pfiat euch, ich gehe da jetzt, ihr wisst schon, aber jetzt. So schaut's nicht schrecken, also ihr seid sie brav sitzen geblieben, ich bin weitergewandert und bin jetzt in einem ganz anderen Wald und es ist auch ein anderer Tag, aber es geht nach wie vor ums selbe Thema, Wintergrün und Immergrün. Und da fantastischerweise haben wir die Brombeere und bei der Brombeere muss ich immer wieder schmunzeln, da fällt mir immer wieder dieselbe Story ein. Da hat es einmal ein Nächtel, zumindest in meiner sozialen Blase, wahrnehmbar an Typen gegeben, lange Haar, Bart, Gesellschaftsverweigerer, könnte man sagen. Der hat sich, glaube ich, Öff genannt und der hat trotzdem immer wieder in Talkshows und hat sich so irgendwie bei Reportagen gern herzagt. Und irgendwo habe ich dann einmal was gesehen, wo er mit einem Reporter durch die Welt gegangen ist und gesagt hat, er braucht nichts, weil die Natur gibt auch im Winter alles, was man braucht. Und dann ist er bei einer Brennnessel vorbeigegangen, völlig verkümmert natürlich im Winter, und hat ein Brennnesselblatt gezupft und gemampft. Und dann hat er auch ein Brombeerblatt gezupft und gemampft. Und dann hat er eben gesagt, ja, die Natur gibt alles her, was man braucht. Entschuldigung, also mit Brombeerblätter und verderte und halbgare Brennnesselblätter wird man nicht überleben. Tollerweise, fertig erzählt, ein paar Jahre später habe ich dann nochmal über diesen Menschen gelesen, dass er irgendwie vor die Gerichte immer wieder zart wird, weil er irgendwelche werden dem zumindest angelastet, weiß ich ja nicht, ob es stimmt, Gelderhinterziehungen, Sozialgeldermissbräuche, Alimentarzahlungsverweigerung und was gut was angelastet worden sind. Also ich würde jetzt einmal sagen, glauben wir nicht alles, was uns irgendwer, der was in die Kamera schaut, erzählt. Besonders, also mir gefällt ja der Spruch, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bemühen. Gut, das soweit, aber die Brombeere gehört zu einer, ist eine Pflanze, die was zumindest teilweise wintergrün ist. Die Brombeere ist da ein bisschen hakelig und das gefällt mir nämlich da besonders. Für uns schaut das aus, wie wenn das da jetzt auch Brombeere möglicherweise wäre, aber da schaut da Brombeerblattrückseite grün und da Brombeerblattrückseite blau, aua, den Brombeeren stechen, da, jetzt zeige ich das im direkten Vergleich, schaut, das sind ja doch wirklich zwei verschiedene Unterseiten, das kann man nur als grün bezeichnen und das ist merklich blaugrün. Hat damit zu tun, dass es bei uns nicht eine Brombeere da heraus gibt, sondern es gibt eine Menge Varietäten und nicht nur das, es sind auch jetzt in dem Fall unterschiedliche Arten. Die eine mit diesem Normal, also mit Oberseite grün, Unterseite grün, ist mit einer sicherheitsgrenzender Wahrscheinlichkeit eine unsrige, also eine heimische Brombeere und die mit dieser weißen, da sieht man das wieder besonders, also blau-grünen, fast zum Teil oft weißlich erscheinenden Unterseite, ist mit einer sicherheitsgrenzender Wahrscheinlichkeit die armenische Brombeere. Das ist ein invasiver Neophyt, wird gern eben als Gartensorte, also auch da gibt es ja ganz viele verschiedene Sorten, aber die armenische Brombeere hat schöne große Früchte und hat es in unsere Gärten geschafft und von unseren Gärten eben da heraus. Und das ist nicht genug, also es gibt praktisch ganz viele verschiedene Sorten, es gibt auch viele Arten, wie wenn das nicht genug war, vermischen sie die auch gern untereinander, also das heißt, es können Hybride aus dieser und jener entstehen, die was sie dann irgendwie ja halb weiß-blaue Unterseiten haben, also das ist so gesehen eine hakelige Geschichte und wenn es einmal ein bisschen spazieren geht, dann wird es feststellen, das, also in der Fruchtzeit besonders, das gibt mir ganz viele große Früchte und ganz kleine Früchte, auch die, was nur dahin kriechen, auch die, was aufsteigen, obwohl sie eigentlich keine Kletterhilfe haben. Also das ist wirklich eine sehr
ein großes Völkchen, die Brombeere oder die Brombeeren. Nichtsdestotrotz, viele Brombeeren sind wintergrün, das heißt, sie behalten die Blätter bis in den Winter rein oder zum Teil bis in den Frühling, aber dann kriegen sie neue Blätter. Wenn wir da jetzt ein bisschen genau schauen, ohne dass ich mich wieder stich, da sehen wir das zum Beispiel, da sehen wir, dass Knospen angelegt sind, auch da sind Knospen angelegt, also da wird sich dieses Blattgrün erneuern. Nachdem da jetzt zum Beispiel schon Früchte, also da sind Fruchtreste drauf, da sehen wir wieder Knospe, schauen wir, wo das dazugehört. Ja, das gehört da hinten wo dazu. Aber da traue ich mir jetzt behaupten, da wird es keine Blüte mehr geben auf den Zweigerl, weil es ist einfach tatsächlich so, dass diese Ruten im ersten Jahr vegetativ, also die haben dann nur Blätter, und im zweiten Jahr dann generativ sind, das heißt dann blühen und bilden Früchte. Und im nächsten Jahr werden sie dann überhaupt noch leben, weil dann ist eigentlich dieses Rutenleben so gesehen verwirkt. Zumindest werden keine neuen Blüten mehr gebildet. Kann schon sein, dass da nochmal Blattgrün kommt. Aber über kurz oder lang ist dann dieses Leben dieser einen Rute vorbei. Außer, und das kann die Brombeere, wenn die zum Beispiel am Boden ankommt, mal schauen, vielleicht haben wir das da sogar irgendwo, wenn die am Boden ankommt, dann kann sie sich, schauen wir, wo das da hingeht, ja, schauen wir, vielleicht hat die das sogar schon ausgebildet, wenn die am Boden ankommen, kennen sie die da tatsächlich, das schaut mir da so an, wie wenn die schon begonnen gehabt hätte, die kann sie neu bewurzeln. Das heißt, die bewurzelt sie neu, da ist dann wieder eine Knospe und es treibt eine neue Rute aus und die kann dann sehr wohl wieder blühen und fruchten. Also so kann die Brombeere ziemlich Meter machen und ziemlich langlebig sein, obwohl es trotzdem so gesehen ein gewisses Ablaufdatum punkto Blühfähigkeit und Fruchtfähigkeit hat. Und weil es ja ums Wintergrün geht, ja, wenn ihr solche Brombeerblätter findet, dann würdet ihr die natürlich auch jetzt im Winter benutzen können. Nur, ihr müsst es halt kosten. Die sind nie sexy zum Essen, zumindest nicht für mich. Das ist hart zum Kauen, es wird eigentlich nicht weich und sie sind sehr gerbstoffreich. Ist natürlich ganz was anderes, wenn das jetzt frisch austreibt und ihr werdet das konsumieren. Gerbstoffreich ist er dann, aber es ist dann kaubar und wasserig. Das, was da wintergrün umeinander steht, das wird euch nicht retten, wenn ihr irgendwie in einer Survival-Situation seid. Außer Psychologie. Natürlich ein voller Magen tut unsere Psyche wohler wie ständig nur Hunger. Also auch wenn es uns vielleicht keine Energie liefert, kann einmal ein gefüllter Magen ein befriedigendes Gefühl sein. Also nur, dass ich das richtig erzählt habe. Passt. Brombeere. Wir werden die natürlich auch da wieder angedroht. Wir werden die sehen im Austrieb Blüte und Frucht. Aber jetzt schauen wir noch weiter, was sie so noch tut, punkto Grünzeug. So schaut's, kein Grünzeug, aber ich habe ja gesagt, dass es in dem Jahr vielleicht auch ein bisschen über andere Dinge gehen wird, die was da so los sind. Zum Beispiel kann man auch über Futterplätze einiges berichten. Das, was wir da sehen, ist auf jeden Fall ein Futterplatz für Federwild, also Fasane, bei uns weiß ich nicht, Rebhühner, und Federwild eben. Und da gibt's verschiedenste Futtersysteme. Einmal, also da ist ein Kübel, unten, oben ist praktisch, wird das Futtergut eingefüllt, da kann das Ganze rausgepackt werden. Geschickt ist, ganz oft liegt da unten ein Stein, so dass das Futtergut, das ist da versäumt worden, hat nämlich seinen Sinn, dass das Futtergut, was rausgepickt wird, auf dem Steinland da gut zum Sägen ist und vom Stein dann weggepickt wird, so dass eigentlich keine großartige Menge an Futtergut am Boden liegen bleibt.
Weil, wenn das da, wie es da jetzt ist, nicht weggepickt wird, dann kommen da auch nicht angedachte Tiere her, Mäuse, Spitzmäuse, alles, was irgendwie in diesem Bereich an Tierchen so ein Zeug auch gern frisst. Und wenn da vermehrt solche Mäuse und Co. herkommen, kriegen das dann auch irgendwann Füchse und Co. mit. Und somit lockt man praktisch zu seinem Futterplatz, wo man das Federwild füttert, auf einmal auch Räuber her, die was dann das Federwild angängen. Also das ist ziemlich eine hakliche Geschichte. Deshalb wird es da ganz oft sehen, dass ein Stein drunter liegt, was eben dieser einen Sache dient. Da ist das nicht gemacht worden. Der Förster oder der Jäger, der was das da macht, der wird schon wissen, was er tut. Vielleicht gibt es da auch keine Räuber oder wenig Räuber, so dass er da keine Sorge hat. Oder er weiß nicht, was er tut, das gibt es auch. Ganz oft wird es dann auch dieses, genau dieses Kübelsystem in Gelb sehen, und das hat auch einen Hintergrund. Da ist das aufgefallen, dass ganz viele Insekten, also das hat dann eher wieder im Frühling seinen Sinn, weil jetzt sind keine Insekten unterwegs, aber ganz viele Insekten fliegen auf Gelb. Und ganz viel Federwildküken fressen auch Insekten als Nahrung, und somit werden zu dieser Futterstelle, wo es erstens Körnerfutter zum Holen gibt, auch noch Insekten angelockt, und praktisch finden sie dann Korn plus Insekten, was da mampfen können. Das war praktisch einmal die Hauptgrundidee hinter den gelben Kübeln. Das hat dann nur ein bisschen gehinkt, bis also solche Jäger, Schrägstrich Förster, beziehungsweise Revierpfleger sind ja auch entwicklungswillige Hirne, hat dann dazu geführt, dass ganz oft sehen wird, dass ein gelben Kübel findet, kombiniert mit einer gelben oder gelb angemalten Steinplatte. Weil der Kübel weithin sichtbar lockt einmal das Gefliege und Geflöchse an, und die kleinen Federwildtierchen kommen ja da nicht auf, wenn da die Insekten unterwegs sind. Das war das Problem, was sie erkannt haben. Dann haben sie aber gesagt, ja, voll schlau, mit dem Kübel lockt man die Insekten an, und am Boden macht man die gelbe Steinplatten, und dann fliegen auch da oben die Insekten auf das gelbe Steinmeer, und da kommen dann die kleinen Küken dazu und können auch die Insekten mampfen. Also so gesehen, echt eine super Sache. Passt, also das einmal am Rande, also da kommt man ja ewig sprechen, aber wir werden auch noch die Kierung besprechen, wir werden Futterplätze sehen, und wir werden auch, wenn ich das Glück habe, letztes Jahr bin ich über einen Luderplatz gestolpert, aber wer das jetzt wissen will, was das ist, der muss einfach dranbleiben bei den nächsten 100 Videos, irgendwann wird sich das schon auflösen. So, ich habe ja jetzt die Hoffnung, ich muss da wirklich ziemlich durch den Schnee stapfen, was ja nicht schlimm ist. Ich habe nur die Hoffnung, dass wir noch zu einem immergrünen Gebiet kommen, dass wir zumindest noch eine letzte Grünpflanze zum Sehen haben für diese Tour. So schaut's, da bin ich jetzt beim Immergrünplatz, und wie man sieht, also es ist tatsächlich, wenn eine Schneedecke liegt, begrenzt sinnvoll, dass ich euch gewisse Sachen sage. Also ich kann es euch beweisen, schaut's, wenn wir da drunter ein bisschen graben, dann sind wir da im super immergrünen Land, und das wohnt einfach da drunter. Das schauen wir sich aber dann wirklich genauer an, wenn es verlaufen wieder auftaucht ist. Nur so viel, das immergrün ist ein Schamefüt. Da geht es darum, wo ist das Erneuerungsorgan verortet. Das Erneuerungsorgan ist jener Platz von einer Pflanze, wo neue Pflanzenteile austreiben können. Ihr werdet das noch oft öfter hören, ich brauche es jetzt nicht mitschreiben. Das hat mit der Verortung zu tun. Es gibt unter der Erde liegend, das sind Geophyten oder auch Kryptophyten genannt. Also das wären zum Beispiel die Bärlauchzwiebel. Das ist ein Geophyt bzw. ein Kryptophyt. Da
ließ alles unter der Erde und wenn es warm genug wird, fängt die Zwiebel an zum Treiben und schickt einen neuen Trieb nach oben. Dann gibt es zum Beispiel unsere Disteln, haben das ganz, sind so, oder auch der Löwenzahn. Da liegt das Erneuerungsorgan in der Blattrosette ganz dicht am Boden auf. Das, also das Krypto heißt verborgen, also die Kryptophyten sind ganz verborgen und die Blattrosetten zum Beispiel, wo dann in der Mitte, im Frühling, wo das frische Blattgrün dann rauskommt, das sind Hemikryptophyten, halb verborgen. Dann gibt's unsere Bäume, die haben ein Erneuerungsorgan, das nennen wir dann Knospen. Und ihr wisst, dass die Knospen sprießen dann im Frühling auch neue Blätter und Blüten. Das ist ganz weit oben, das sind die Phanerophyten. Und dann gibt's was mittendrin und da gehört das Immergrün dazu. Und das sind die Chamäophyten. Die Chamäophyten, die sind nicht weit oben, nicht unter der Erde und nicht direkt auf der Erde, sondern so 20, 30 Zentimeter. Irgendwo, da haben sie ihre Knospen und somit ihre Erneuerungsorgane. Und da ist die Schneedecke zum Teil Konzept des Schutzes. Weil, wenn ihr mit Schnee bedeckt seid, ja, dann ist das, auch wenn der Schnee für uns selber recht kalt ist, ist es dennoch ein Frostschutz, wenn es recht frostig ist in den Nächten und du bist mit einer Schneedecke zugedeckt, dann ist es tatsächlich die Funktion von einer Decke und hält ein bisschen warm. Und so ist das eben auch beim Immergrün. Dies dazu, das schauen wir sie eben dann im Frühling an. Also wir haben es jetzt eh gesehen, Immergrün, vielleicht kommen wir nochmal vorbei. Und das Immergrün, wie der Name da sogar treffenderweise sagt, ist tatsächlich nicht nur eine wintergrüne Pflanze, sondern eine immergrüne Pflanze. Dies zu jenem. Und weil ich jetzt da bin, möchte ich ja praktisch auch mit meinem Tun zum Schutze von unserer Mutter Natur und inklusive der Tierwelt ein bisschen beitragen. Und da muss ich mich manchmal selber bei der Nase nehmen, weil es ist natürlich schon sehr mutig von mir und zum Teil ein bisschen du manchmal, dass ich da so durch die Welt stapfe und dann auch noch laut quatsch. Aber vielleicht ist das sogar wert, wenn ich das dann erzähle und in der Regel bin ich eh brav und ruhig und stapfe auch nicht immer so durch die Welt. Es ist so, also wir haben ja so gesehen das Glück, bei mir da zumindest, dass wir in der Regel milde Winter haben und es wild in der Regel auch genug zum Fressen findet. Aber, und auf das will ich jetzt hinaus, weil ich da eben Rehspuren sehe, aber es ist einfach so, das Wild, das muss im Winter extrem Energie sparen. Und am meisten Energie verbrauchen die, wenn die recht flüchten müssen. Das heißt, wenn sie die in einen Waldstickel versteckt haben und es rennen ständig den ganzen Tag irgendwelche Leute umeinander und machen Lärm, dann werden die von einem Eck ins andere Eck immer wieder flüchten müssen und verbrauchen dabei eine Menge Energie. Das kann dazu führen, dass tatsächlich zu wenig Energie irgendwann haben und sterben, weil es, wenn sie ein Pech haben und es ist ein langer, fester Winter, nichts zum Fressen finden. Das kann aber auch eben zumindest den Nebeneffekt haben, dass sie mehr Energie zu sich nehmen müssen und dann fangen sie eben an, dass bei jungen Bäumen einen Verbiss verursachen, also die Knospen abnagen, die Triebe abfressen. Das nur am Rande, also es macht schon Sinn, im Winter besonders in der wilden Natur sich ruhig zu bewegen, da keine Fesseln draus zu machen und nicht in riesen Horden durch die Welt zu ziehen. Das mal so erwähnt. Und abschließen möchte, weil ich es da vorhin gerade durchleuchten gesehen habe, nochmal, ich habe ja erst gesagt, ich habe die Begriff von Kierung verwendet, den Begriff Kierung und Futterstelle. Futterstelle und eine Kierung, wenn man nicht wissert, kommt man miteinander verwechseln. Eine Kierung, und dort gehen wir jetzt einmal vier, kann genau sowas sein, wie was dort steht. Nämlich ein Futterhäuschen oder so, wie wir erst schon gesehen haben, so ein Futterkübel. Aber die Kierung dient einem anderen Zweck wie der Fütterung allein. Dies da ist sicher Futterstelle, sogar eine gut gewählte Futterstelle, ist sicher für Rotwild
gedacht, schauen wir mal hin. Schaut's, gut gewählt, weil rundum halbwegs freie Sicht, das haben die Fluchttiere gern, das gut sehen. Freistehend, also nicht an irgendeiner Scheunenmauer anbracht oder so, weil die verdeckt ja zum Beispiel schon wieder die Sicht, was Stress verursacht. Groß genug, also nicht nur ein Kübel, hat den Sinn, die Rehe zum Beispiel fressen in einer Rangordnung. Erst kommt der Chef, dann die Untergestellten und am Schluss erst die Schwächern. Es macht Sinn, dass genug Platz ist, dass viel auf einmal fressen können, dass falls auf einmal Flucht beginnt, also wenn der Chef wegrennt, rennen auch die Schwächern mit. Wenn jetzt die Schwächern noch nichts gefressen haben, müssen die trotzdem davon rennen. Darum ist es sinnvoll, dass man schaut, dass so viel wie möglich gleichzeitig fressen können. Oft stehen auch mehrere solche Hütchen nebeneinander. Dass praktisch alle was erwischt haben, falls Flucht passiert, dass jeder satt worden ist. Also da gibt's viele Sachen, an die man denken muss. Und auch was zum Fressen gibt. Also nachdem das Wiederkäuer sind, muss man aufpassen, dass das nicht ein feines Futter ist. Das heißt, es muss langfaseriges Material irgendwie dabei sein, dass die Wiederkäufunktion gegeben ist. Kompliziertes Thema, wenn das mal wirklich verlangt werden würde, könnte man da mal eine praktische ganze Folge drum machen. Aber sollte vielleicht sagen, nicht jetzt aus weil man es gut meint, irgendein Futter im Fressnapf oder wie die ganzen Geschäfte heißen, kaufen und dann Rehe damit füttern. Ah, da muss schon ein bisschen dran gedacht sein, wie das gemischt ist und was die kriegen. Okay. Ja, lassen wir es gut sein. Ist glaube ich, da fahren zwar dann ist eh voll, aber ich denke, wir lassen es einfach gut sein und treffen sie bei der nächsten Tour wieder und da tun wir dann wieder weiter mit immergrün und wintergrüne Sachen. Passt, bis zum nächsten Mal. Wenn es im Wald geht, leise, wenn es irgendwie geht und passt auf euch auf und passt auf unsere Welt auf. Baba. Hey, nix, Papa, ihr seid wirklich arg, keiner sagt was. Hey, jetzt mache ich große Rede, ein Unterschied zwischen Futterplatz und Kierung und keiner sagt, dass ich mittendrin aufgehört habe und jetzt nur einen Futterplatz erzählt habe. Folgendes. Der Futterplatz ist das, was wir erst gesehen haben, nämlich eine Futterstelle, die was dazu dient, dass gefüttert wird. Da geht es rein darum, dass das Tier versorgt wird. Eine Kierung wäre eine Stelle, und ich bin jetzt daher gewandert und ich habe das Pech, dass da gerade die Kierung nicht da ist und abgebaut ist. Aber wir haben noch dafür das Glück, dass ich in Bluderplatz erklären kann. Aber die Kierung wäre auch, das kann ausschauen wie ein Futterplatz. Da kann auch Getreide ausgebracht werden, das kann ein kleines Häuschen sein. Das ist in der Regel auch frei zugänglich, also so wie da. Also da ist im Frühling eine Kierung gewesen. Hat aber einen anderen Sinn, nämlich entweder den Sinn der Beobachtung, also Zählung vom Wild, schauen, wie es einem gesundheitlich geht, wie es ausschaut und. Aber der große Unterschied zu einem Futterplatz ist, bei der Kierung, also bei dem Kierungsplatz, darf auch geschossen werden. Also das heißt, das Wild darf dort praktisch an das Futter angewöhnt werden und irgendwann, wenn die da am Futtern sind, dürfen sie auch geschossen werden. Das dürfen sie am Futterplatz nicht. Also auf dem Futterplatz wird niemand geschossen, dort werden sie gefüttert. Auf der Kierung werden sie angeschaut, werden sie gezählt, werden sie auf Gesundheit überprüft und kann aber auch geschossen werden. Und jetzt habe ich erst nur den Luderplatz erwähnt und der Luderplatz ist sowas wie Kierung, aber für Jäger, für, also nicht für die, die was jagen gehen, sondern für Füchse und andere jagende Wildtiere.
Und der Luderplatz ist ein Platz, wo eben Kadaver ausgelegt werden, um die anzulocken. Und da haben wir jetzt das Glück. Wahrscheinlich werde ich jetzt fotografiert, weil auch dieser Luderplatz dient einmal vordergründig dazu, dass man mal die Wildtiere, also diese Jäger, einmal wohin locken kann, dort auch beobachten kann, zählen kann, fotografieren kann, aber zur Not auch jägern kann. Und wie gesagt, ich werde wahrscheinlich jetzt fotografiert werden, ich tue das jetzt trotzdem. Schatz, ich meine, das ist ja da sehr eigenartig. Da war trotzdem eine Kierung, weil da liegt der Mais aus. Und da zeitgleich ist ein Luderplatz, weil da liegt ein Aas aus. Also da liegt was aus, was gefressen werden soll oder anlocken soll. Ein Jäger, also ein Fuchs oder was auch immer, das denn da jagend unterwegs ist. Und dort ist eine Kamera. Da gehen wir jetzt da hin. Also da ist nochmal ein Luder, also tatsächlich. Und da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, weil ich glaube, von Land zu Land gibt es da unterschiedliche gesetzliche Vorgaben, was auf einem Luderplatz ausgebracht werden darf. Und ich glaube nicht, dass das in jedem Land oder in jedem Bundesland erlaubt ist, dass man das ist, zum Beispiel, glaube ich, ein Truthahn. Also oft dürfen auf Luderplätze auch tatsächlich dann nur Wildsachen ausgebracht werden, aber wo kein Kläger, da kein Richter. Aber schaut's, also da, auch da liegt der Luder sozusagen, ein Lockding, und dort hinten ist irgendeine Falle aufgebaut, und da gehen wir jetzt hin, so dass ich nicht fotografiert werde. Schauen wir noch, da ist eine Dose, weiß ich nicht, was in der Dose ist, vielleicht ein Geocache. Da schauen wir dann im Frühling vorbei. Und da hängt auch eine Wildtierkamera. Ja. Ihr seht, da ist die Kamera. Und dort, und es ist wirklich eigenartig, also dort ist wieder Mais. Ja, also keine Ahnung, was da die Idee ist, dass da Luder und Kierung in einem irgendwie passiert, ist sehr eigen in meiner Wahrnehmung, aber ist recht. Für uns hat es einmal super gereicht. Es sind jetzt ein paar Begrifflichkeiten einmal aus der Jagdwelt präsentiert worden. Und jetzt wirklich Baba. Und nächstes Mal sagt irgendwas, wenn ich mittendrin zum Reden auf hier. Ist ja Wahnsinn mit mir. Viert euch.